Freut mich, dass du hier beim Sammelguide zum Räuberversteck in Midgard wieder mit dabei bist. Wir werden insgesamt 3 Punkte auf unserer Liste abarbeiten müssen. Und noch einen kleinen Hinweis, falls du das erste Mal hier beim Video dazustößt. Wir machen das Ganze nach Abschluss der Story. Also falls du hier nicht in irgendeiner Form gespoilert werden möchtest oder aber dich wunderst, warum dir vielleicht noch das ein oder andere fehlt, um alles zu bekommen. Vielleicht jetzt nicht hier in dem Video, aber in den anderen Videos, die noch folgen oder die du dir vielleicht noch hier auf dem Kanal anschaust. Dann schließ erst auch mal wirklich die Story ab. Und dann wirst du auch alles bekommen können. Falls nicht, falls du jetzt sagst, nö, du möchtest aber gerne hier das parallel zu deinem Spieldurchgang alles schon mal irgendwie abchecken, dann ist das auch nice. Wie gesagt, es kann nur den ein oder anderen kleinen Spoiler vielleicht dann geben. Aber wenn das für dich fein ist, soll es für mich auch fein sein. Und dann, ja, haben wir auf jeden Fall alle was davon und wir können hier auf jeden Fall weitermachen. Wir sind nun in dem Räuberversteck angekommen und der erste Punkt, den wir jetzt hier sozusagen auf unserer Liste gleich bekommen werden, ist der, dass wir das Räuberlager gesäubert haben. Also wir müssen die kompletten Räuber hier alle killen und wenn wir das gemacht haben, dann wird sozusagen so eine Nebenquest aktiviert und das ist dann auch der erste Punkt von 3, den wir auf unserer Liste dadurch abgearbeitet haben. Also das bedeutet, es gibt später auch noch weitere von den Räuberlegern. Das eine heißt dann, glaube ich, noch Räuberturm. Neben dem heißt das jetzt hier in dem Fall Räuberversteck. Und ja, so haben die alle nochmal irgendwie so eigene Namen, aber immer irgendwie was mit Räuber. Und von daher ist das auf jeden Fall im Rahmen dieser Sidequest so, dass du die mehreren Gebiete durchgemacht haben musst. Und dann bekommst du sogar, wenn du alle von diesen Räubergebieten abgeschlossen hast, später auch noch eine Trophy. Also von daher ist das Ganze nicht unwichtig. Mimir erzählt jetzt hier noch ein bisschen was zusammen mit Freya und Kratos. Und ja, dann haben wir jetzt auch gleich den Hinweis, dass das Ganze hier wirklich eine Sidequest ist. Hier kommt das Ganze. Tierische Instinkte heißt das. Und wenn du die halt abschließt, diese komplette Sidequest, das bedeutet, diese ganzen anderen Räuberleger dann noch säuberst, dann bekommst du dafür auch eine Trophy. So, als nächstes müssen wir dann den zweiten Punkt hier auf unserer Liste abarbeiten und das wäre die legendäre Truhe. Möglicherweise hast du gerade im Kampf schon die Truhe gesehen, die befindet sich nämlich hier direkt rechts und die öffnen wir wie gewohnt einfach, schauen mal, was für Stuff da drin liegt und dann haben wir auch schon den zweiten Punkt auf unserer Liste erfolgreich abgearbeitet. Und schweren Runenangriff, das ist natürlich immer gut. Generell, was die Kisten da für uns oder die Truhen für uns bereithalten, ist schon mega wichtig. Deshalb müssen wir die auch alle immer mitnehmen. Und als nächstes gilt es dann, die Nornentruhe noch zu öffnen. Und da gibt es natürlich auch wieder 3 Runen. Wir kennen das ja bereits. Und diese müssen wir mit den Chaosklingen entfachen. Dazu müssen wir erstmal hier hinten in die Ecke. Hier gibt es diese Ranken. Freya muss nun mit dem violetten Pfeil draufschießen. Dann können wir die entfachen. Und dann haben wir ganz dort hinten eine Rune. Wie gesagt, auch die müssen wir mit den Chaosklingen entzünden. Aber das klappt nur, wenn wir wirklich hier diese Flammen so verlängern. Dafür schießen wir ein paar Pfeile in diese Richtung und haben dann die Möglichkeit, das hier in der Kettenreaktion zu entzünden und haben auch diese Rune entfachen können. So, dann als nächstes gibt es hier hinten in der Ecke noch eine Rune. Und das war echt richtig Glück. Ich habe quasi mit einem Wurf von so einer Bombe hier, von so einem explosiven Teil, gleichzeitig vorne das Ding weggesprengt und habe dann auch noch hinten die Rune entzünden können. Das war wirklich Glück. Ansonsten musst du einfach noch einen zweiten hinterherwerfen, wenn du die Barrikade gelöst hast und dann klappt es auch. Hier hinten in dem Spalt siehst du jetzt, wir machen im Prinzip das Gleiche. Um dort oben diese Rune zu treffen, müssen wir den Einschlag oder diese Kettenreaktion wieder herbeirufen. Und dann siehst du auch hier, hat das Ganze geklappt. Wir haben die dritte Rune für uns treffen können, für uns entfachen können. Und dann können wir hier auch die Nornentruhe öffnen. Und mal schauen, kriegen wir Gesundheit? Wir kriegen ein weiteres Horn. Perfekt. Natürlich erhöht sich jetzt hier der Rage-Mode, dadurch, dass wir genug Hörner wieder gesammelt haben. Und wir sind jetzt hier schon bei Stufe 3. Ja, in dem Sinn hoffe ich, du hast jetzt auch alles einsammeln können. Und es würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Bereich wieder dabei bist. Also folg einfach hier dem Video. In diesem Sinne, hau rein und mach's gut.